Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Roli backt und kocht. Heute aus der Kategorie ja, schnelle Küche. Heute machen wir American Pancakes. Eigentlich im Original mit Ahornsirup, aber weil ich keinen Ahornsirup mag oder nicht so sehr, mache ich die einfach mit Vanillesoße. Ihr könnt das natürlich dann auch mit Ahornsirup machen. Die sind wirklich schnell gemacht. Los geht's! Pancakes, eine feine Sache. Fangen wir an, 150 Gramm Mehl geben wir hier einfach in eine Schüssel. Toll. Dann kommt dazu ein Esslöffel Zucker. Ja, wenn der ein bisschen gehäuft ist, macht das gar nichts. Ein Teelöffel Backpulver. Ihr seht schon, ich schätze das hier einfach ab. Also ungefähr so eine halbe Packung ist das. Zwei Eier dann, bitte von glücklichen Hühnern, wie immer. Rein damit. So, das ist schon drin und das zweite folgt zugleich. Also zwei Eier und jetzt nähern wir uns schon dem Ende. Die Prise Salz darf hier nicht fehlen. Das ist wichtig, dass wir die mit hineingeben, um das original amerikanische Rezept beieinander zu haben. Dann noch 150 ml Milch dazu. Ja, was soll ich sagen, das war es im Großen und Ganzen schon. Jetzt gut verrühren, bis wir keine Klümpchen mehr haben. Das ist eine gute Geschichte. Dann etwas Öl in der Pfanne heiß machen und hier mit so einem kleinen Schöpfer mache ich hier einfach so kleine Kleckse hinein. Und die gehen dann herrlich nach oben, das macht das gute Backpulver. Und dann habe ich eben meine Pancakes. Ihr seht schon, wenn sich die oben etwas, wenn die oben fester werden und so kleine Bläschen werfen, dann ist es an der Zeit, die auch mal zu wenden. Und so sehen die dann aus nach dem ersten Wenden. Die haben so richtig schön diese Struktur, wie man es von Pancakes kennt. Außen den dunklen Rand und dann oben eben auch nochmal. Ja, was soll ich sagen? Stapelt die einfach aufeinander, so wie hier. Wunderbar. Und dann Vanillesoße drüber oder eben Ahornsirup oder mit Früchten garnieren, was immer ihr wollt. Ja, soweit zu den Pancakes. Super lecker, schnell gemacht. Probiert das doch bitte einfach mal aus. Dann ab in die Küche und ich bedanke mich noch fürs Zuschauen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis denne, euer Roli.